Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Natürlich gibt es heute auch eine kurze Tagesbotschaft. Ich habe hier bereits das Krafttier-Orakel herausgelegt und schaue mal, welches Krafttier denn heute für uns alle zur Verfügung steht. Ja, die Schildkröte. Langsam kommt man auch ans Ziel. Du kannst dir bewusst sein, Schritt für Schritt geht es weiter und langsam kommst du tatsächlich ans Ziel. So, was haben wir hier noch? Ja, wow, das ist doch wunderschön. Das Kaninchen möchte sich ebenfalls noch zeigen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Bedeutet hier definitiv, Schritt für Schritt geht es weiter vorwärts, auch wenn es für dich manchmal nicht so aussieht. Hier ist Potenzial da. Und schauen wir doch ganz einfach auch mal, welcher Engel denn aktuell zur Seite steht. Nehmen wir bitte einmal... Der hier, der möchte sich zeigen. Noch irgendeiner? Ja, ich merke hier. Da, der hier. Okay, sehr gut. Was haben wir jetzt hier für eine Botschaft? Zuerst der Engel der Kraft. Der Engel der Kraft möchte dir sagen, es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns immer wieder Kraft verleihen. Ein Sonnenstrahl nach einem Gewitter oder ein liebevolles Lächeln. Innere Werte wie Offenheit, Vertrauen und Dankbarkeit festigen dich dabei. Wenn du all diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, kannst du gelassener werden und gestärkt mit dem Engel an deiner Seite voranschreiten. Der Engel der Kraft ist an deiner Seite und passend auch hier der Engel der Zufriedenheit. Also mit der Ist-Situation, auch mit diesem Augenblick tatsächlich im Ausgleich sein. Der Engel der Zufriedenheit, die Botschaft deines Engels, blicke in dein Inneres, ähnlich, und gelange zu Frieden und Ausgeglichenheit. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst, und habe Vertrauen in deinen Engel, dass alles so geschehen wird, wie es geschehen soll. Dein zufriedenes Herz ist ein reines Herz, das durch nichts erschüttert werden kann. Ja, also dein Engel bittet dich dazu, zufrieden mit der Ist-Situation zu sein und darauf zu vertrauen, dass es hier Schritt für Schritt mit der Schildkrötenenergie, vielleicht auch mit einem kleinen Sprung mit dem Kaninchen weiter vorwärts gehen kann. Der Engel der Kraft ist für dich da. Und wir schauen jetzt auch nochmal mit dem Fairy Lenormand, was hier denn nun passiert. Wie geht es hier jetzt aktuell für dich weiter? Eine Botschaft. Was haben wir hier noch? Sehr gut. Okay, ja, hier kommt Bewegung herein. Hier ist der Reiter auf einem wunderschönen Hirsch. Passend heute zum Krafttier-Orakel. Der Hirsch steht natürlich auch für die Führung, für die innere Führung, die du für dich selber übernimmst. Aber auch von außen kommt jetzt hier eine neue Führung auf dich zu und du wirst hier, ja, das Glück erreichen. Glück möchte auf dich zukommen. Die 1 und die 2. Und ganz spannend, hier nochmal die 11. Also, es kann sein, dass die Zahl 1 heute wichtig für dich ist. Achte besonders auf diese Zeichen. Hier kommen Gespräche auf dich zu. Gespräche, die aber bereinigend sind. Gespräche, die wichtig sind, damit es vorwärts gehen kann. Du kannst hier mit Gesprächen rechnen. Gesprächen vielleicht auch mit dem Wunschpartner. Du wirst hier gute Verhandlungen führen können. Der Engel der Kraft ist an deiner Seite. Und wenn du wirklich zufrieden bist mit der aktuellen Situation, dann kommt auch das Glück auf jeden Fall auf dich zu. Das Glück wird sich wieder vermehrt zeigen in dieser fruchtbaren Zeit. Es geht hier weiter, es wird hier wachsen und tatsächlich schneller als du denkst auch wieder zu Gesprächen kommen. Gut, eine wunderschöne Tagesbotschaft und mit dieser Botschaft lasse ich euch heute in den Tag hinein. Habt einen wundervollen Tag, genießt es und bleibt im Hier und Jetzt in der vollen Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass es mich gerne durch ein Like oder gerne auch durch ein Abo hier auf meinem Kanal wissen. Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer, über jeden neuen Abonnenten
Und dann sage ich alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder.